Hallo zusammen mit einer etwas unerfreulichen Nachricht von meiner Seite, denn ich bin am Überlegen, ob ich das Projekt Disney Dreamlight Valley auf YouTube jetzt beenden soll. Ja, warum überlege ich das? Das liegt einfach an der Tatsache, es sind schon über 500 Folgen, ich glaube 540 normale Folgen sind auf YouTube erschienen von Disney Dreamlight Valley von meiner Seite und wir haben noch ein paar Special-Folgen gehabt, also wo es wirklich nur um Fotoquests ging, wo es um Updates ging oder sowas. Also wir sind bei knapp 600 Folgen auf YouTube und das ist schon echt eine ganze, ganze Menge. Das heißt, dafür auf jeden Fall schon mal vielen, vielen Dank, dass dieses Projekt bei euch so gut angekommen ist, dass wir es auf diese unglaubliche Summe geschafft haben. Es ist wirklich das Let's Play, was ich am längsten gespielt habe, mit Abstand am längsten gespielt habe. Ich glaube, Ring Fit Adventure war mit, ja, 150 oder sowas Folgen irgendwie so bisher das Maximum und jetzt halt eben Disney Dreamlight Valley mit knapp 600, das ist halt schon echt eine Summe. Also das heißt dafür auf jeden Fall schon mal großes Dankeschön, dass wir das so möglich gemacht haben, sowohl ihr als auch ich. Aber ich habe gemerkt, in letzter Zeit ist das Projekt bei euch tatsächlich ein kleines bisschen, ja, nicht mehr ganz so gut angekommen. Die Folgen werden nicht mehr so viel geguckt und das ist auch absolut legitim. Vielleicht sind manche Leute halt eben auf Twitch dabei, wo ich das dann ja aufnehme, um es dann zu schneiden, um auf YouTube zu stellen. Ich habe halt immer gesagt, gut, es kann halt nicht immer jeder live dabei sein, deswegen mache ich das jetzt auf YouTube immer in zusammengeschnittener Form, also dann halt eben in 25 Minuten und wenn ich dann auf Klo war oder sowas, schneide ich das raus oder wenn wir halt eben vorher gequatscht haben, schneide ich das raus und dann stelle ich das auf YouTube, damit das halt eben dort die Leute sehen können, die halt nicht live auf Twitch dabei sein können. Es gibt auch bestimmt Leute, die halt eben keinen Bock haben, auf Twitch zu sein und sich das live nicht angucken wollen. Ist auch total legitim und in Ordnung und soll ja niemand sich gezwungen fühlen, hier irgendwas zu gucken, was er oder sie nicht gucken will. Jetzt hab ich aber wieder ein paar andere Projekte am Laufen, die momentan euren Anklang mehr finden als Disney Dreamlight Valley und es kommt wahrscheinlich demnächst von Dreamlight Valley wieder ein Update, also zumindest ist der Sternpfad jetzt dann vorbei, ich glaube der in 2-3 Tagen endet der und dann wird es höchstwahrscheinlich bald auch ein Update geben und mit neuen Inhalten. Jetzt ist die große Frage, die ich euch stellen möchte. Habt ihr noch Interesse an Disney Dreamlight Valley Videos auf YouTube? Wir können es gerne im Livestream auf Twitch weiterspielen. Da habe ich wirklich noch Lust dazu. Ich mag das Spiel immer noch, nach wie vor. Aber die Frage ist, soll ich mir die Mühe machen, das auf YouTube zu stellen? Oder sagt ihr, nee, komm, das muss eigentlich gar nicht sein. Ich bin eigentlich immer live dabei. Oder mich interessiert es einfach gar nicht mehr. Deine anderen Projekte sind mir sind interessanter für mich. Oder ihr sagt, gut, Toffi, ich habe das generelle Interesse an dir verloren als YouTuber. Auch total legitim. Wie gesagt, ihr müsst euch zu nichts gezwungen fühlen. Aber ich muss halt langsam ein bisschen jonglieren. Aktuell weiß ich nicht, welches Projekt ich anfangen soll und welches nicht. Demnächst kommen wieder einige tolle Spiele, die ich gerne auch nochmal mit euch testen möchte. Jetzt der Herbst ist wieder vollgestopft mit coolen Spielen, die ich gerne ausprobieren möchte. Und deswegen gibt es halt eben immer wieder Fragezeichen in meinem Kopf. Was mache ich als erstes? Was mache ich als nächstes? Was kann man irgendwie reinquetschen oder nicht? Ich kann natürlich auch hingehen und sagen, wir machen Dreamlight Valley nur noch ein paar Tage, immer mal wieder, alle paar Tage, so wie es jetzt aktuell der Fall war. Ich habe ja irgendwie alle 3 Tage oder sowas mal ein Video rausgehauen, aber selbst das wurde von euch ja dann nicht wirklich gut geguckt, ist zumindest aufgefallen und da habe ich dann halt eben so mal den Test gemacht, ist, was wäre, wenn es nicht mehr täglich kommt, seid ihr dann vielleicht mehr interessiert, wenn es nicht mehr täglich ist, dass ihr sagt, oh, jetzt habe ich schon so lange keinen Dreamlight Valley mehr bei Toffi gesehen, jetzt freue ich mich auf eine neue Folge, aber selbst das ist eher ein bisschen schleppend dann angelaufen, aber wie dem auch sei, ihr seid jetzt gefragt und könnt mir gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Was haltet ihr davon, Dreamlight Valley weiter hier laufen zu lassen? Ich muss fairerweise dazu sagen, ich kam in letzter Zeit auch nicht im Livestream dazu, wegen anderen Spielen, die ich gespielt habe. Es ist jetzt fast ein Monat her, dass ich das letzte Mal live Disney Dreamlight Valley gespielt habe. Und deswegen werdet ihr jetzt auch im Anschluss zu dieser Information, die ich hier jetzt gerade raushaue, werdet ihr jetzt auch, glaube ich, noch die letzte Aufnahme sehen. Das sind, glaube ich, nochmal 16 Minuten vom letzten Livestream. Die könnt ihr euch jetzt noch angucken, wenn ihr möchtet. Das könnt ihr auf jeden Fall hier jetzt auch noch sehen. Und dann sind wir auf tatsächlich auf aktuellstem Stand. Also wenn ihr das jetzt, diese Folge hier jetzt gerade zu Ende guckt, sind wir auf dem aktuellsten Stand, das auf Twitch gelaufen ist. Mehr habe ich gar nicht gezeigt. Also mehr haben wir weder live gemacht, noch habe ich irgendwie aufgenommen.
Also das heißt, wir hätten hier wirklich auch einen Cut, wo wir sagen können, okay, wenn das Projekt jetzt beendet werden soll, dann wäre das jetzt zu Ende. Fast ein bisschen schade wäre es natürlich, wenn man halt wirklich sagt, das Projekt ist zu Ende und es hört einfach so mittendrin auf, so plupp, ohne dass es halt wirklich so einen richtigen Abschluss hat. Da könnte ich mir natürlich auch noch was überlegen. Das könnt ihr ja auch in die Kommentare schreiben, wenn ihr sagt, Toffi, ja, Projekt beenden, das wäre eigentlich eine gute Sache, weil eigentlich sind wir jetzt langsam durch mit dem Thema Dreamlight Valley. Vielleicht habt ihr auch die Schnauze voll generell von dem Spiel. Aber vielleicht sagt ihr, aber es wäre schon schön bei knapp 600 Folgen. Meine Kontaktlinse lässt gerade nach. Entschuldigung, deswegen zwinkere ich so viel. Nein, ich weine nicht. Oh, es ist so traurig. Meine Kontaktlinse nervt gerade echt extrem. Nee, also, dass ihr sagt, okay, knapp 600 Folgen, es war halt wirklich ein Meilenstein, sowohl für mich als vielleicht auch für euch. Und dann sagt ihr, oh, ein schöner Abschluss wäre schon schön. Dann können wir vielleicht noch einen letzten Stream machen oder sowas. Oder wir spielen es trotzdem im Stream weiter, aber wir machen auf YouTube einen schönen Abschluss, dass wir nochmal ein letztes schönes Video machen mit ganz besonderen Sachen, die wir machen wollen oder sowas, keine Ahnung. Und ja, wäre auf jeden Fall mal interessant zu wissen. Ich möchte gar kein böses Blut wecken, ich möchte jetzt kein Clickbait betreiben oder sonst was, es ist mir wirklich ernst. Bei 600 Folgen muss man wirklich mal überlegen, ob es ein Ende geben soll oder eben nicht. Und deswegen mache ich dieses Video hier, um rauszufinden, wo steht ihr, wo stehe ich und wo können wir uns irgendwo in der Mitte treffen. Das wäre mir auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Und ihr braucht auch kein schlechtes Gewissen haben, mir zu schreiben, Toffi, ich habe genug von Dreamlight Valley, ich muss das bei dir nicht mehr gucken. Ich gucke es bei jemand anderen, ist auch total legitim und in Ordnung. Wir haben so viele andere tolle Projekte, das wäre alles absolut in Ordnung. Ihr müsst euch hier zu nichts gezwungen fühlen. Ich muss nur wissen, manchmal muss ich halt einfach wissen, wo ich stehe und was ich machen sollte. Ne? Okay. Das soll es jetzt aber gewesen sein. Dankeschön auf jeden Fall für jeden Kommentar und jede Bewertung, die reinkommt zu diesem Video. Und jetzt seht ihr nochmal die aktuellsten oder die letzten, sagen wir es mal so, Szenen, die wir bei Dreamlight Valley aufgenommen haben im Livestream. Ich bedanke mich und viel Spaß noch mit Dreamlight Valley. Ich kenne auch jemanden, der war in einer Uni-WG, da ist fast jeden Tag die Mutter eines Mitbewohners vorbeigekommen, um die Aufgaben des Mitbewohners in der WG zu machen. Die Mutter wohnte fast 2 Stunden weit weg. Pff, ja, schön doof. Also, Entschuldigung, kein Mitleid. Da habe ich kein Mitleid. Wer so doof ist und dann 2 Stunden täglich dahin fährt, oder fast täglich, und dann das Zeug... selber schuld. Also, ich kann es nicht nachvollziehen. Ich würde es nicht machen. Bitte sehr, Oswald. Wir haben ein paar schöne leere Leinwände von Rapunzel bekommen. Oh, ist sie nicht ein braves Mädchen? Das ist schon wieder der Anfang von einem Porno, ne? Lass mich ein bisschen von einem künstlerischen Gespür Gebrauch machen. Und fertig! Extra klasse klassische Plakate. Ich kann heute nicht mehr lesen. Man muss sie jetzt wieder irgendwo aufstellen. Wunderbar, jetzt müssen wir so nur noch verteilen. Aha. Ja, ich denke an 4 Vermisstplakate an verschiedenen Häusern der Dorfbewohner und ein letztes an der Wunderhöhle. Das sollte genügen. Keine Sorge, Oswald. Wir werden deine arme, verlorene Eisenbahn schon finden. Ich muss schon sagen, lass uns die Biege machen. Oh je. Leute, ich muss mir mal ganz kurz was zum Essen holen. Ich habe gerade Lust auf was zum Naschen. Kann ich euch mal ganz kurz eine Pause geben? So, da bin ich wieder. Wir haben euch die Piraten gefallen. Piraten haben's gut. Sind immer ausgeruht. Ist schön, oder? Der Text kommt von mir. Ich habe mir sehr viel Mühe gegeben. Ich habe überlegt, halt, was machen Piraten so den ganzen Tag? Und dann ist mir halt der Text so eingefallen. Ja, also was meine Songs angeht, bin ich immer sehr kreativ. Natürlich kommt er von dir. Ja, klar. Sie sind sehr oft betrunken. Und das sogar beim Bumsen. Da hat man am Pimmel gemerkt. Hä, wieso? Als ob ich einen Pimmel immer wieder in deinen Texten drin vorkomme. Ja, der kommt immer wieder drin vor, auch wenn es nur am Ende des Tages irgendwie nur der Chor im Hintergrund ist, weißt du? Das hört man manchmal gar nicht, weil das so leise ist. Dann kommt einfach nur so von irgendeinem ganz am Ende, wenn eigentlich der Song schon vorbei ist, so Pimmel oder so. Einfach nur, weil Pimmel drin vorkommen muss. Okay. Weiter geht's. Was war in der Nähe von Eves Haus? Oh Gott, nee. Ach so, das wird ja auch eingezeigt. Also das heißt auch hier in der Nähe von Gastons Haus, stimmt. Ja gut, Gastons Haus, ja, das stört mich nicht, wenn da was verhunzt ist. Ah gut, wir müssen aber trotzdem nicht unbedingt das Schild dahin machen, wo man es sieht, weil ich finde die so unnütz. Die sehen ja meistens nicht so hübsch aus. Ah, das passt da nicht hin, ne? Ah Mist,
Muss es ja doch hier sein. Ja, dann machen wir es doch so. So. Ja, ist ja nur Gastons Haus. Ist okay. Wunderhöhle, die ist auch hier. Ich liebe die Songs. Freue mich schon, wenn ich die auf mein Handy habe. Oh. Ja, wie gesagt, ich gebe mir auch immer sehr viel Mühe. Ich bin auch sehr, sehr pingelig, was das angeht. Also ich mache das nicht einfach so, dass ich die Songs einfach so kreiere und einfach immer das so akzeptiere vor allen Dingen auch. Dass ich einfach hingehe und sage, ja gut, das ist jetzt halt einfach so. Der Song klingt jetzt so und Ende. Nein, ich bin dann auch sehr pingelig und sage, ja, der hört sich noch nicht so gut an. Das müssen wir noch mal ein bisschen umändern und bla bla bla. Ich will ja schon, dass das ein guter Song ist, ne? Du heißt Penny Pimmel auf Discord. Natürlich kommt das von dir. Hä? Das Penny Pimmel, das kommt aber auch nicht von mir. Das war von Dingen. Von Dandadan, dem Manga. Da heißt ein Charakter so. Ich habe mich halt einfach nach dem Charakter benannt, weil ich den Charakter so toll fand. Ne? Das ist eine Hommage. Genau. Ja, ist er so. Der heißt wirklich so, der Charakter. Das habe ich auf Discord gepostet. Das habe ich euch gezeigt. Jetzt nicht hier Halbwahrheiten erzählen, ne? Oh, weißt du, dann nimmt man sich einmal Penny Pimmel und dann ist man so ein Ruf weg. So. Bei Rapunzel. Rapunzel, Rapunzel! Lass mal Sachen machen. Deswegen heißt du nicht so. Doch! Weil Penny Pimmel ein toller Charakter ist. In dem Buch. Ein wunderbarer Charakter. Oh, kennt ihr die Leute, die Charakter sagen, anstatt Charakter? Ganz schlimm. Entschuldigung, ich finde, das heißt nicht Charakter. Das heißt auch nicht Chemie. Oh, oder China. Bah! ganz schlimm. Ja, eben, genau, Ryan, du sagst es. Der Charakter ist bestimmt nicht so. Hä? Jetzt disst du auch noch meine Bücher? Ah, jetzt hört es aber auch echt auf. Ne? Machst hier meine Bücher noch fertig? Das ist eine tolle Geschichte, ja? Charakter. Heißt das so? Charakter? Ach, eine Cher. Ja, das ist eine Sängerin, ne? Charakter. Das ist Chers Rektum. So nennt man das dann. Also wenn damals Cher gesungen hat, Do you believe in love after love? Hat die vielleicht auch manchmal sich ein bisschen vorgebeugt, ne? Also sie hat halt vorgebeugt vor, keine Ahnung, vor Grippe. Wollte sie vorbeugen, Grippe vorbeugen. Und dann hat sie halt das falsch verstanden, hat sich halt vorgebeugt beim Singen und hat halt gehofft, dass sie dadurch halt eben, wenn sie sich vorbeugt beim Singen, dass sie keine Grippe kriegt. Und dann hat man halt ihren Rektum gesehen. Und deswegen kam das zustande mit dem Charakter. Oder? Ich glaube, so war das doch, oder? Lenya, wenn du das schon so geschrieben hast. Mir wollte einmal jemand sagen, wie ich mit Nachnamen heiße. Becher wie der Trinkbecher. Becher wie der Trinkbecher? Ja gut, aber das kann man sich wenigstens gut merken, oder? Wenn es so stimmt, oder? Genau, siehst du? Habe ich recht gehabt. Müsst nur mich fragen. Wenn ihr Fragen zum Wort hat, für Wortursprung, dann weiß ich eigentlich fast alle. Ich habe alle Wörter schon mal irgendwo gehört. Von den Charakter. Ganz, ganz oft gehört. Chemikalien. Können wir jetzt aufhören? Das ist wie... Oh, das zählt nicht. Das ist wie Bumsen mit weichem S. Geht gar nicht. Man bumst mit scharfem S. Ist ja auch eine scharfe Sache, die man da betreibt. Ne? Aber nicht bumsen. Das gibt's nicht. Erkundige dich noch einmal bei Oswald nach der verschwundenen Eisenbahn. Da. Ich laufe. Ich heiße Becher wie der Trinkbecher, aber jemand wollte mir dann sagen, dass das CH ist wie das Wort von dem Buch. Hä?
Aber jemand wollte mir dann sagen, dass CH ist wie das von dem Wort Buch. Becher. Das ist doch so. Buch, Becher. Wie das CH für Buch. Ja, aber das stimmt doch. Heißt es Becher? Becher. Das war ein Ostdeutscher. Der hat einen Becher. Weißt du? Oh, du bist die Becher. Ja, dich habe ich gerne. So, habe ich schon angemagert. Becher ist das. Ja, die können das nicht anders, weißt du? Es gibt auch Leute. Oh, oder gibt es auch Leute, die sagen. Sag mal, Buch und Becher. Becher? Buch? Aber wie spricht man das? Becher? Oder. Aber so spricht man. Kein Mensch spricht das Becher aus. Da hast du was im Hals stecken. Da steckt dir ein Popcorn im Hals fest. Becher? Also, das. Wer spricht das so aus? So wurde mir gesagt. Echt jetzt? Becher. Ja, manche Leute kommen auf tolle Ideen, ne? In der Schweiz vielleicht. Ja, stimmt. Becher. Okay, Oswald, ich habe die vermisst Plakate verteilt. Jetzt halten die Leute auf den ganzen Inseln der Ewigkeit Ausschau nach der Eisenbahn. Erstaunlich, hattest du Glück? Ja, die Eisenbahn wurde gesichtet, als sie über das Wasser im Land der Uralten flog. Die flog? Ja, das hat mich auch so aus der Bahn geworfen. Junge Eisenbahnen sehen sich die Sehenswürdigkeiten gern aus der Luft an, aber ich dachte, ich wäre jetzt schon ganz aus der Puste. Sie wäre jetzt ganz schön aus der Puste. Eine Eisenbahn, das öffentliche Verkehrsmittel auf der Erde, fliegt. Hey, ich rede keinen Blödsinn. Zieh dir die Watte aus den Ohren, Toffi. Die Eisenbahn braucht unsere Hilfe. Okay, was kommt jetzt? Du meinst, nachdem wir sie gefunden haben? Okay, wir müssen ein Foto machen. Ein Foto? Warum? Kannst du es nicht sehen? Unsere kleine Eisenbahn, so majestätisch am Himmel? Sie tanzt durch die Wolken, der Wind zerzaust ihre Gepäckfächer? Das solltest du dir nicht entgehen lassen. Toll. Ich komme bald mit einem majestätischen Bild zurück. Aber das will ich echt sehen, das ist ein bisschen cool. Mach ein Foto von der Eisenbahn, die majestätisch über das Wasser in der Nähe von dem Land der Uralten fliegt. Über das Wasser, also das heißt hier irgendwo wahrscheinlich, ne? Ich würde meinen Namen 20 Jahre lang falsch aussprechen. Ja, vor allen Dingen weiß man ja auch nie ganz genau, wie er letztendlich auch woanders vielleicht ausgesprochen werden würde. Also man spricht ihn halt einfach selber irgendwie aus, wenn man es denkt, oder? Also ich würde da auch... Ja, Schweiz. Heiße Becher wieder trinken. Ja, im Zweifelsfall musst du es dann wirklich so sagen, weil sonst verstehen sie es ja nicht, ne? Becher. Becher ist das. So. Jetzt habe ich es auch nochmal ausgesprochen. So, fotografieren wir das Ding. Warte. Hui! Oh, schön. Das sieht so aus, als ob der große Golem jetzt auf dem Ding fliegen wollen würde. Überlege gemeinsam mit Oswald, wie du die Eisenbahn wieder auf den Boden locken kannst. Ich werf Steine nach ihr oder so. Wo ist denn jetzt Oswald? Ist er nicht mitgekommen? Ach Mensch. Was, sonst kommen die Leute doch auch immer alle mit. Nee, jetzt fast travel ich. Ich hatte in meinem Mädchennamen auch das Wort Becher enthalten. Habe dann beim Buchstabieren immer gesagt, Becher wie die Tasse. Dann wusste jeder Bescheid. Ja, das war ja auch falsch. Du hießt ja nicht Becher. Oder beziehungsweise der Teil war nicht Becher, sondern Becher. Das ist falsch gemacht, ne? Das Foto ist gemacht. Sollten wir wie der Blitz Ideen sammeln, wie wir die Eisenbahn wieder nach unten bekommen? Ein Blitz? Das könnte der Eisenbahn schaden. Nein, ich habe eine bessere Idee. Kochen! Mein Plan braucht Papier, Datteln und eine Nestbirne. Ich bin so verwirrt. Warum brauchen wir die? Das Papier ist da, damit wir etwas haben, auf dem der Plan steht. Die Datteln, weil wir das zügig erledigen müssen. Und die Nestbirne, weil die Eisenbahn wahrscheinlich müde wird. Sie braucht einen Ort, an dem sie ein Schläfchen halten kann. Das ist total absurd. Ich mag den. Ich liebe Oswald, wirklich.
Ich habe keine Ahnung, wie das ausgehen wird. Aber ich werde versuchen, diesen Plan für dich vorzubereiten. Danke, Tobi! Ja, ich habe mein Leben lang falsch gelebt. Gut, dass ich jetzt anders heiße, ja. Deswegen heiratet man ja auch und ändert seinen Namen, ne? Wegen sowas. Denk dir einen Plan aus, um die Eisenbahn zu retten. Was ist denn hier? Soll ich mich jetzt verarschen? Denk dir einen Plan aus? Hä? Es hieß ja gerade was von Datteln und Nestbirnen und bla bla bla, aber das kriege ich ja alles nicht. Gut, ich kann doch mal dahin gehen und hoffen, dass ich da irgendwie mir was ins Auge fällt. Ich kann die Angel danach werfen oder so. Ich liebe die Geräusche von Oswald, wenn man mit ihm angeln geht. Oh, das habe ich aber glaube ich noch gar nicht gemacht, glaube ich. Aber Oswald ist echt ein cooler Charakter. Ich habe anfangs gedacht, so Oswald, hä, wer braucht den? Aber dann mittlerweile muss ich sagen, der ist echt cool. Der ist echt ein cooler Charakter, den mag ich. So. Wir können jetzt einfach mal dahin gehen und einfach mal gucken, ob wir irgendwie interagieren können mit dem Ding, weil... Denk dir einen Plan aus. Ich bin ganz zufällig der oder muss ich nochmal mit Oswald reden, nee, oder? Nee. Ich kann vielleicht mit der Angel da runterholen? Toffi hat runterholen gesagt. Treten, nee, das wird es nicht sein. Nee. Hä? Soll ich das denn machen? Wenn ich da jetzt raufgehe auf das Ding, dann verlasse ich die Welt. Dann verlasse ich den Rift. Ich habe keine Ahnung. Bin ich zu beschränkt? Habe ich nichts im Hirn? Das ist eine rein rhetorische Frage. Müsst ihr keine ernsthafte Antwort drauf geben. Mir fällt echt nichts ein. Ja gut. Ja. Ich überlege gerade, ob ich noch... Ich wollte gerade noch links vorlesen, während ich warte hier noch so ein... Helikoptermütter-Geschichte oder sowas, aber da sind keine mehr übrig. Nee, dann machen wir jetzt sowieso Feierabend. Ich habe jetzt eh keine Quest mehr offen. Wollte jetzt sowieso dann Feierabend machen. Ist schon fast 20 Uhr. Schon wieder über 3 Stunden gestreamt. Wir haben jetzt eh gerade keine aktuellen Quests mehr. Das mit dem Ding hier geht ja nicht. Mickey-Aufgabe muss ich zuerst lösen. Hier die Mickey-Aufgabe kann ich nicht lösen, weil mir das Wildfleisch fehlt. Und das hier fällt mir gerade nicht ein, was ich da machen soll. Vielleicht fällt mir ja irgendwie über Nacht nochmal was ein. Das heißt ja, jetzt haben wir sowieso keine Quests mehr übrig. Deswegen gehen wir jetzt gleich nochmal kurz ins Just Chatting. Aha.